Und so, willkommen zurück zu Gasstation Simulator, ja. Weiter geht's hier. In der Mittagszeit. 4 Kunden müssen wir noch bedienen, damit die Aufgabe erledigt ist. Und damit haben wir das schon mal. Ja, das ist sehr schön. So, Alkohol können wir auch füllen. Ja. Gekauft. Wir haben noch Regale. Eis. Können wir auch. Dann können wir gar nicht so viel reinballern. Oh Mist. So, dann gleich weiter gucken. Zigaretten haben wir noch. Ja, fast daneben, ne? Zu wenig. Zigaretten, wo hängen wir die am besten hin, ey? Mal gucken, Regal. So. Wie groß ist das denn? Hier? Okay, ich kann da wenigstens durchlaufen, das ist gut hier so. Zack, zack. Na, gucken wir mal. Nur eine Sorte habe ich jetzt aktuell. Oh. Nein, nicht da rein wegschmeißen, ist da blöd. Ja, läuft bei dir. Dann ist es Müll. 3 Kunden noch an der Kasse bedienen. Let's go. Damit neue Aufgaben machen können. Wegstelle erhöhen können. So. Ein Ding hier. Kratzer entfernen ist irgendwie wenig, ne? Also brauchen wir gar nicht so oft bestellen. Reifen sind am meisten, ey. 1, 2. Aufräumen soll ich mal hier. Keine Reinigungskraft hier. Aber Level 4 können wir gleich erreichen. Von Popularität. 86. Ist jetzt nicht mehr so viel. Bis 100, ne? So, zack, 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 zack. Nochmal 6% dazu. Ne, 2%. Nur geht ja. Ich glaube, die letzten 3 Kunden sind gerade da, oder? Einer, zwei. Ich hoffe, der kommt jetzt auch was kaufen. Wie sein Kollege. Ja, direkt zum Eis. War so klar, ne? Ja, gute Wahl getroffen. Der hat nur einmal was genommen, aber hat hier 1, 2. Ups. Direkt 5 Eis. Cool. Hab ich hier noch was? Reinballern. Da noch was? Nix drin. Okay. So, einmal fegen hier. 2 Kundschaften. Sehr dreckig, ne? Die genau solche Abdrücke hinterlassen, ne? Ja, der hat doch gerade hier 5 Sachen gekauft, oder nicht? Nein, nicht rauspacken, Alter, ist ja blöd. Fünf, oder was da reingeht. Eis auf dem Boden, na, geil. Ja, kein Problem. Ja, die kann ich jetzt nicht mehr verkaufen. Kann ich auch nicht aufheben. Kleiner Verlust für mich. Kann ich verkraften. Müll ist voll.
Ein Fisch? Cool. Müll, Müll, Müll. Alles in den Müll. Oh, falsche Seite noch. Da war jemand auf Toilette, ne? Aber wieder nicht händewaschen, oder? War ja klar, ne? So, letzte Kundin für die Aufgabe, sehr schön. Juhu! Ist gerade erst los, jo. So kann man es auch sehen, ne? Bringe die Tankstelle auf Level 3. Ist kein Problem. Ich kassiere noch kurz ab. Der jetzt einfach hier langkommt. Gönnt sich halt mal ein paar Zigaretten. Ja, Popularität auf Level 4. Lokale Berühmtheit. So berühmt sind wir auch noch nicht. Level 3 bringen Tankstelle, kein Problem, machen wir gerne. 700, wir haben mehr als das Doppelte. Es geht aufwärts. Yes. Wir können jetzt das Neues hier einrichten. Das geht noch nicht, da brauchen wir noch, müssen Sandhaufen wegmachen. Zweite Toilette zum Beispiel. Eine weitere Zapfsäule. Sehr schön. Und dritte geht noch nicht. Das ist klar. Eine Bushaltestelle. Die beiden sind auch noch rein. Sehr schön. Jetzt wird es auf jeden Fall lustig. Ich drücke, lass das Band einfach so schnell laufen. Diene alle Buskunden und warte, bis der Bus abfährt. Ja, dann muss erstmal der Bus kommen. Da kommt er. Super. Der Kundenzustrom ist ein zweischneidiges Schwert. Versuch so viele wie möglich zu erzielen. Auch nicht das Bandel kann sich laufen lassen. Alkohol. Man hört, die Musik ändert sich direkt. Die Verrückten kommen. Habe ich nichts mehr zum Platzieren? Da auch nicht, okay. Können wir die noch verkaufen vielleicht? Lass ihn mal liegen, vielleicht kauft das ja einer. Leute, die Verrückten sind da. Aliens! Irgendwelche komischen Dinosaurier. Geil, läuft bei euch. Falscher Alkohol. Ja, das Pech. Oh Mann. Ja, wie viele denn auch von euch? Die kaufen ja den ganzen Laden leer, habe ich das Gefühl. Kraftstoff muss warten. 11 Artikel. Da machen wir echt jetzt Gewinn. Ein geiler Typ.
Oh Mann, da brauche ich gleich erstmal eine Pause. Boah, wie viel noch? 6 Stück, Alter. Krass. Die Aliens sind los. Das heißt, gleich erstmal wieder ein paar neue Waren kaufen. Die tanzen ja ab, Alter. Great. Trotzdem $28 für so viele Artikel. Nice. Es sind noch ein paar. Vielleicht nichts mehr in den Regalen. Gut, dass ich doch das Eis hingestellt habe und das den Alkohol. Ja, hätten die vielleicht was anderes gekauft, wenn ich wäre. Gehören die auch dazu? Nee, das sind nur Serverlüfte. Die kommen ja einmal im Monat. Oder zweimal. Okay, gut zu wissen. Super, das war der letzte von denen. Der Alkohol hier. So viele Sachen auf jetzt machen. Mama mia, ey. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Ruhe rein. Kraftstoff ist niedriger. Aufgabe erledigt, ja. Partybus. Oh, letzte Reifen. Mist. Das wird ihr nicht gefallen. Sorry, muss leider so gehen. Keine Reifen mehr. Ist zwar etwas teuer, aber egal. Kraftstoffen noch. $2 pro Liter ist normaler Preis. So, erstmal hier aufräumen, nach der ganzen Party. Wenn nicht das. Na komm, wir schließen die Tankstelle einfach mal. Da haben wir auch genug Ruhe. Weil wir nehmen den Anruf entgegen. Wie war die Rush Hour, Neffe? Ich hoffe, du bist nicht unter all den Kunden, die aus dem Bus kamen, vertrampelt worden. Wir von Leuten sagen lassen, dass es kaum einen Unterschied zwischen einem Rangierbus und Armageddon gibt. Wenn du dich überlastet fühlst, wie wäre es, wenn du in eine Hilfe investierst? Glaube mir, es ist ein ganz
andere Erfahrungen haben und nur dazu sitzen. Probiere es auch und probiere es aus und erlebe, wie es sich anfühlt, Chef in einem Unternehmen zu sein. Okay. Also ein Angestellter soll jetzt hier machen. Das machen wir dann, wenn wir genug Geld haben. Liebe Leute. Deswegen schließe jetzt einmal kurz zeitlich mal die Tankstelle. Damit kurz Ruhe einkehrt. Der haut ab, ohne meinen Tank aufzufüllen. Oh. Ist ja voll dumm. Okay, ich mache mal auf, bevor meine Lieferung weg ist. LOL. Geil. Ein geiler Fehler. Kannst schon fahren. Na, immer noch hier. Geil. Geiler Fehler, ey. Ja. Das ist jetzt nicht normal. Okay, ist weg. Mhm. So, jetzt machen wir nochmal was ganz Besonderes. Wir schließen. Und jetzt setzen wir es einmal zurück. Weil, ja, dann sind ein paar Fehler. Vielleicht. Die Aliens waren schon hier. Jetzt kommen die nochmal mit ihrem Schiff. Einmal resetten alles. Cool. Dafür gibt es auch einen Erfolg. Außerirdische. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe. Kann meine Tankstelle auf Vordermann bringen. So, immer eine Angestellte. Angestellten, mal schauen. Wir brauchen Wohnwagen erstmal. ZR. 249, nicht genug Geld. Mhm. Erfrischung mal, verkaufen wir den. Dann habe ich. Juhu! Hilfe gesucht und gefunden. Rüber zu einstellen. Müssen warten noch 17 Minuten. Ist ja blöd. Mein Kraftstoff, den ich bestellt habe, ist jetzt weg. Und damit auch mein Geld. Ist ja richtig deprimierend gerade. Okay. Hopp, hopp. Ja, mal weg. Alles weg. Alles klar. Dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen... Ja, das wurde jetzt neu dazu hinzugepackt, ne? Die Gegend hier, ja, cool. Ich werde jetzt noch hier ein bisschen durchfegen, aufsammeln, alles, was noch hier rumliegt, Müll. Meine Tankstelle wieder auf Vordermann bringen. Und dann mal schauen, wie es dann in der nächsten Folge weitergehen wird. Nach so einer Party muss man auch jetzt mal kurz ausruhen, ein bisschen, ne? Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur noch nicht mehr, was passiert. Bleib fit im Shade und ciao.